Okay guys, and welcome. Freunde, willkommen zu einem neuen Video und jetzt sind wir gerade an meinem Taco-Stand, wo ich wirklich sehr, sehr gerne hingehe. Ja, ich würde sagen, hola aus Querétaro, Mexiko. Und die besten Tacos kommen von diesem Herren hier. Checkt ihn mal ab. Ja, er macht wirklich die besten Tacos. Ich komme mal sehr gerne her zu dem Typen. Ja. Der ist immer sehr, sehr humble und sehr, sehr cool drauf. Ja. Und ich mag den Typen. Der macht einfach nur die besten Tacos. Ich würde sagen, wir filmen mal ein bisschen, so wie er das macht. Nice. Los pongo para llevar. Yeah, but, sit here. I wanna sit there. Yeah. Like this. Yeah. Cinco y cinco. Cinco y cinco. Yeah, genau. Geiler Typ. Yeah. Geiler Typ. Freunde, und er macht auf jeden Fall die besten Tacos meiner Meinung nach. Ja. Die schmecken echt so krass lecker. 450 las de bolsa de todo. ¿En dónde? Están caras. ¿Cuál, güey? Con número sin número. Número. La cara. ¿Les voy a poner salsa aquí o se la pongo aparte? Yeah, I take away, yeah. ¿Aparte? Yeah, like, I'm gonna sit there. ¿De qué le pondría? ¿Roja? No, no, only this. This is the same, right? Este es aguacate, esta no pica nada. Ah, but crazy pica nada or it's okay? Este no pica más. And this? Pica más, yeah? Okay, that's okay. That's easy, this is easy. Aguacate. Okay. Okay, I'm a European. Negro gringo. Oh man, Freunde. Okay, Freunde. Le pongo rábanos. Yeah, yeah, why not? Yeah. Oh, no, the onion. Rábanos? Yeah, poquito, yeah. And onion? Esta. No piña, but onion, like onion. Este? Yeah. Ahorita le digo al Toño. Sehr gut, onion. Freunde. Freunde, das ist der beste Taco-Stand in Querétaro. Los 10 aquí? Ja, 10 aquí, ja. Yeah. Okay. Ich weiß nicht, was er sagt, aber wir machen das schon. Ach ja, hier ist übrigens die Kirche hier, ne? Geile Kirche. Ach ja, demnächst mache ich auf jeden Fall noch ein Video, wo ich sage, zum Beispiel, warum deutsche YouTuber hängen geblieben sind. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal einschalten in einem anderen Video. Hier erzähle ich euch nicht, warum sie hängen geblieben sind. Aber ich weiß, dass sie hängen geblieben sind und dass sie auch darauf reagieren werden, weil sie hängen geblieben sind. So, mir ist das egal, was die Leute da über mich denken oder wie sie reagieren oder auf was für welche Videos die bei mir reagieren. Ich bin ein Typ, ich bin sehr eigen. Ja, so. Ich kann mich mit diesen ganzen Leuten nicht identifizieren. Ja, dieses YouTube Germany zu Hause einsperren und dann nur virtuell sich mit den Leuten unterhalten. Also, das ist nicht für mich. Das ist nicht für mich, Freunde. Naja, jedem seins. Wow, guckt euch mal an, wie das aussieht. Kannst du die anderen Zwiebeln machen? Ja, aber der... Ja, genau, das ist besser, ja. Genau. Ich mag frische Zwiebeln drauf, ist viel, viel besser. Ja. Deswegen. Geiler Typ. Boah, das ist so lecker, Mann. So, so lecker. Wow. Also, Freunde, wenn ihr nach Querétaro kommt, kommt zu den Kollegen. Ja, I have everything. Yeah. Ich meine, ich habe alles und er macht dann einfach nochmal rein. Zur Sicherheit wahrscheinlich. Danke, gracias. Was ist die Adresse? Adresse, hier. Adresse, hier. Der Taco, Adresse. Adresse, hier, the place. What is the nombre, Adresse? City Center? Sí. And the Taco? Name, nombre? No, die versteht kein Wort, kein Wort. Das ist wie Mexiko. Yeah? Okay, kein Problem, no problem. Also wenn ihr herkommt, zum Beispiel hier City Center, wie soll ich das erklären? Ah, okay, guck mal hier, 39. 139. Siehst du? 139 hier zum Beispiel seht ihr und hier ist auch gleich der Typ. Ja? Hier ist auch gleich der Typ. What is the Adresse? Adresse? Nombre.
Nombre, address? Yeah, I mean. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Ey, egal. Freunde, ihr kommt einfach her, 139, und kommt die Team besuchen. Ist ein geiler Typ, ja? Ja. Okay, okay. Get it out of City Center, okay. Yeah. Yeah. Okay, sie hat das schon alles gegeben. Sie lacht mich gerade aus, ja. Sie lacht mich gerade aus, ja. Nein. Geil, Mann. Alle lachen mich aus. Ich bin der deutsche Gringo, Alter, Schatz. Okay, der Opa lacht mich auch aus, ne? Wagest dich. Nice. Okay, Freunde. Wo ist das Geld, Alter? Ah, okay. Also ich habe 10 Tacos genommen, das sind 100 Pesos. Und 100 Pesos sind 1, 2, 2,5, knapp 3 Euro. Dafür zahlst du bei uns 15 Euro als Menü und das ohne Cola. Krass. Einfach nur krass. Und die Qualität hier von Streetfood ist einmalig. Vergiss die ganzen Restaurants, den ganzen Quatsch. Hier. Okay. 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 Gracias. Muchos, muchos gracias. Ich hoffe, ich sehe keine Scheiße. Oder? Nein, Musik, Alter. Musik. Copyright, Scheiße, Mann. Musik ist nicht so gut, ja? Okay. Okay, ich habe dir das Geld gegeben und jetzt gehen wir was essen. Ich würde sagen, ich mache den ersten Biss. Naja, und dann war es das auch schon mit dem Video. Ja. Das ist von mir, ja? Okay. Gracias. Thank you. Bye bye. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Yeah. See you, man. Okay. See you mañana. Okay. Bye bye. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen was essen. Und am Abend sitzen hier sehr, sehr viele Leute und essen was. Okay. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Ich hoffe, ihr habt nicht bestohlen, aber easy. Ja. Okay. Gerretaro. City Center. Wir gehen in ein Örtchen, wo keine Leute einen anstarren, wenn ich mich selbst filme. Weißt du, was ich meine? Und ja, wir essen erstmal in Ruhe. Schaut mal, hier ist wirklich voll, ne? Alles voll. Und ja, komm, wir gehen mal Richtung Bank und so. Auf die anderen Treppen gehen wir auf jeden Fall. Hier, die Kinder spielen Ball, machen ihr Ding und so. Feier ich, Alter. Ich dachte, der wirft mich jetzt gleich an, Alter. Der ist ja mal eine Kelle gegen den Kleinen. Ja. Easy. Ich mache natürlich Spaß. Ich schlag keine Kinder. Ja, naja. Wir setzen uns hin. Ich weiß nicht, ob man sich hier hinsetzen darf. Aber wir setzen uns trotzdem hin. Ich glaube, der Typ passt hier auf, Alter. Man darf sich nicht hinsetzen. Aber easy. Wir setzen uns hier hin, zwischen Vogelkacke und... ist kein Problem, Freunde. Alles okay. Okay. Gerretaro, Tacos. Original, würde ich sagen. Okay. Wie fragen wir den Typen vorsichtig, ob er uns... Ach so, hier wird hier so bewacht. Das ist wie so eine Art Monument oder sowas. Ich glaube... Hier darf man sich nicht so hinsetzen, ne? Deswegen sitzt hier auch keiner. Ne? Ich hätte wahrscheinlich einen Fehler gemacht, wenn ich mich da hingesetzt hätte, hätte der Typ mich weggejagt. Freunde, wie Tacos schmecken, wissen wir alle. Ich habe nicht die Hände gewaschen, ist egal. Ja. Genau, was wollte ich eigentlich noch sagen? Soll ich wirklich so dreist sein und den Typen fragen, ob er mir die Cola aufmacht? Six, du bist einmalig, keiner ist wie du. Sorry? Pardon? Ich glaube, der will nicht mit mir reden, der ist gerade beschäftigt mit der Frau. Ja. Ihr habt Feuerzeug? Hast du Feuerzeug? No, not for you. Ah, okay. Ah, you don't smoke, no fumar. No. Okay. You have something to open this? Ah. Der arme Typ, der denkt sich, was ist los mit dem? Aber er ist cool, cool, Mann. Something to open? Sí, no, no traigo. Ah, okay, okay. Der arme Typ. Jetzt macht er wirklich die Kohle auf. Ja. Das ist peinlich, Alter. Ja, egal. Ich weiß nicht, wie ich das so aufmachen soll. Ja. Okay, wir machen die selber auf. Achtung. Der ließ sich nicht
aus der Ruhe bringen. Er hat gerade ein Date, deswegen. Ich verstehe ihn schon auf jeden Fall. Okay, okay, okay. Zeigt schon ein bisschen, aber ist okay. Ah, ich habe ja das hier. Wie so ein Zigeuner. Oh, I got it. Okay, der arme Typ. Der dachte sich, wieso kommt das zu mir, Alter? Also ich meine, wieso fragt er mich? Okay. Wie ihr gerade gesehen habt, hat er ein Date und ich quatsche ihn dicht, Alter. Sorry for that, bro. So, packen wir die mal aus. 10 Tacos. Ich esse sehr, sehr viel, Freunde, weil ich ein Vielfraß bin. Okay? Schaut euch mal bitte die Schönheit an. Die Schönheit Mexikos. Das ist die Schönheit Mexikos, Freunde. Es ist... Jetzt lachen die mich aus. Kein Problem. Genau, ein bisschen Soße. Ein bisschen Rettich. Und natürlich nicht zu vergessen, Limette. Ja, das machen wir schön drüber. Schön drüber. So, dann ein bisschen Soße. Das Zeug ist ein bisschen scharf. Aber wir probieren es. Seid ihr bereit? Ich werde euch natürlich jetzt nicht die ganze Tacos zeigen, wie ich die esse. Aber so die ersten zwei. Oh wow, das sieht wirklich lecker aus. Freunde, ihr glaubt es nicht. Krass, Mann. Jetzt habe ich keine Taschentücher geholt. Aber egal, das T-Shirt wasche ich ja eh. Will ich am T-Shirt ab. Also ein bisschen den Neandertaler aus Berlin, aber scheiß drauf. Also den nächsten. Nochmal schön mit der scharfen Soße. Rüberknallen. Ja. Okay. Haben wir ein bisschen gemacht. Jetzt habe ich gekleckert. Ah, wie ein Zigeuner, Digga. Sogar Zigeuner sind sauberer als ich. Schön das Zeug drauf. Volle Kiste. Und jetzt nochmal die Tacos rüber. Freunde, der zweite Taco. Krass, Alter. Ich bin so froh, dass ich nicht in Deutschland irgendwo im Lockdown sitze. Sorry, guys. Tut mir echt leid für euch. Und die ganzen hängengebliebenen deutschen YouTuber. Sind alle hängen geblieben. Nice. Ist so, ich bin kein Freund von deutschen YouTubern. Ist mir egal, wie die anderen denken. Oder was die dann jetzt sagen. Meine Aussage bleibt. Ich mach meinen Shit. Wie gesagt, nichts für mich. Und dann reagieren sie auf mich und sowas, weißt du? Ich bin eigentlich neutral. Eigentlich habe ich gegen niemanden was. Ja? Mich interessieren diese ganzen Leute nicht. Aber die reagieren, weil sie Langeweile haben. Voll viele reagieren auf mich jetzt, weil sie Langeweile haben, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Die hängen in Deutschland rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Ja, also, anstatt jeder sein Ding macht, nein, sie müssen die Leute berühren. Mach doch dein Ding, nein. Die nerven die Leute. Sowas nennt man Unzufriedenheit. So Kuchentiefer, alle wie sie alle heißen, das sind
Das sind echte Allmanns, die nur zu Hause rumhängen. Weil draußen zum Beispiel, wenn so Leute aus Berlin kommen würden, würden sie eine Klatsche kriegen bei uns. Easy. Und das wissen sie auch, deswegen hängen die auch zu Hause rum. Auf Twitch. So alle diese Leute, ja, wie sie alle heißen, Unge und so. Das sind Hängos. Der Chat in Madeira schließt sich ein und streamt. Ist mir egal, wenn er darauf reagiert oder guckt, der Allmann. Kack auf den. Ja. Ist ein Keks, bleiben Keks. Ja. Kuckholz, Alter. Kackholz. Ja, auf jeden Fall, jeder macht sein Ding. Ich meine nur, ich werde dann nur negativ, wenn ich berührt werde, wenn auf mich Leute reagieren. Keiner soll auf mich reagieren, ob positiv oder negativ, keiner soll auf mich reagieren, okay? Keiner soll auf mich reagieren. Und es ist besser. Ihr lasst mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe. Okay, guys. Ich will kein YouTuber werden, kein deutscher YouTuber. Ich mache meine Sachen. Okay, der nächste Taco. Krank. Das ist der letzte Taco. Und dann esse ich sie nochmal in Ruhe auf. Den Rest esse ich mal echt in Ruhe jetzt. Okay, guys, ich habe echt sehr, sehr viel Hunger. Das war's mit dem Video. Ihr habt es gesehen. Das ist der beste Taco-Stand in Querétaro, Mexiko. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Ihr wisst, was zu tun ist. Keiner kann euch zwingen. Danke fürs Zuschauen. Und ja, alles Gute euch. Und Daumen nach oben, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke. Und folgt mir auf meine Reise ins Ungewisse. Ja, immer aufs Neue. In neue Richtungen. Ja, nicht vom PC. Zu Hause. Haut rein. Alles Gute. Querétaro, Mexiko. Hier tobt das Leben, Freunde. Die Europäer müssen noch viel lernen.